Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder einen kleinen Newsflash. Ich bin euer Comic Hunter und los geht's. Ja, und bei der ersten Meldung, da habe ich mir nur so gedacht. Das Internet entschuldigt sich bei Zack Snyder. Wie geil ist das denn? Nachdem alle Jungs und Mädels den Ultimate Cut auf Blu-ray gesehen haben, der ist ja in den USA schon draußen, bei uns kommt er erst jetzt im August raus, kam direkt eine Entschuldigungswelle auf Zack Snyder zu. Ja, jetzt verstehe ich diesen Film und der ist grandios und toll. Was? Meine Review zu diesem Film könnt ihr hier oben nochmal nachgucken. Der war sicherlich in dem Sinne nicht einfach. Es gab viele, die ihn gehasst haben, viele, die ihn richtig gut fanden und ziemlich wenige, die so in der Mitte angesiedelt waren. Ich fand ihn gut als Comic-Fan, als, sag ich mal, normaler Filmgänger. Und ob es im Endeffekt jetzt wirklich ein besserer Film wird, ja, das werden wir wie gesagt im August sehen. Es soll allerdings diese 30 Minuten, die dieser Streifen quasi länger ist, soll näher oder genauso sein, wie Zack Snyders Vision ursprünglich war. Und Warner Brothers wollte einfach nicht einen 3-Stunden-Film releasen. Ja, bin gespannt, wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall eine Review drüber machen. Meldung Nummer 2, auch sehr toll. DC Rebirth schlägt ein wie eine Bombe. Der DCU Rebirth, also das allererste Heft, hat sich über 200.000 Mal verkauft und war im Monat Mai das best- oder meisten verkaufte Comic. Freut mich natürlich ungemein. Ich, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin auf jeden Fall überzeugt, begeistert. Und ich finde die Jungs und Mädels von DC und die ganzen Autoren und Creative Teams machen ihre Sache richtig gut. Es wurde vieles richtig gestellt, auf einige Sachen wie zum Beispiel Trinity, da warte ich noch, bin ich noch gespannt. Alles in allem freut mich das natürlich, denn das ist im Prinzip ja der Startschuss jetzt weiterhin für hoffentlich weiterhin grandiose Comics. Mich würde jetzt natürlich eure Meinung interessieren, schreibt doch unten fleißig in die Comments-Sektion, wie findet ihr den Rebirth? Lest ihr das auf Englisch? Wartet ihr auf praktisch den deutschen Release, wahrscheinlich im nächsten Jahr, Januar, Februar vielleicht? Ja, schreibt fleißig. Kommen wir jetzt zu einer sehr interessanten Meldung. Ein 15-jähriges Mädchen ersetzt Tony Stark. Riri Williams. Ich hab's mit den Namen, ne? Ich hoffe auch wieder richtig ausgesprochen. Ist der neue Charakter, der Iron Man verkörpern soll, eigentlich nicht ganz so neu? Denn in der aktuell laufenden Serie Invincible Iron Man, da habe ich euch in dem Video, was ich jetzt oben verlinke, schon das erste Heft kurz vorgestellt in meinem Lesestapel. Sie soll auf jeden Fall die Rolle übernehmen. Williams ist ein Wissenschaftsgenie. Sie studiert an der University of Massachusetts, MIT, hat ihren eigenen Suit schon gebaut, der dem von Iron Man sehr ähnlich ist. Und im Prinzip sagt Marvel, die Jungs freuen sich richtig, diesen Charakter endlich einzubauen und im Prinzip in eine ganz neue Richtung diese Serie zu pushen. Und ich bin echt gespannt, was die Fans sagen werden. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall sehr gespannt, denn sie ist nicht nur jung, 15, weiblich natürlich und sogar noch afroamerikanisch, und das hat schon die ersten Hates im Internet ausgelöst. Zur Hölle, Leute, was ist mit euch los? Und wie wir alle wissen, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Veränderungen verträgt er nur sehr schwer. Gerade wenn sie so gravierend sind, in dem Sinne. Aber ich sag, ja, mir gefällt das. Ich bin echt gespannt, was die draus machen. Und ja, wir werden sehen. Im Herbst soll es dann losgehen. Und zum Abschluss noch ein interessanter Comic, der am 26.07. jetzt herauskommen soll, mit dem Titel Lady Killer. Dieser Comic versetzt uns ins Amerika der 60er Jahre. Josie Schuller ist die Hauptprotagonistin. Und ja, im Prinzip ist sie die Bilderbuchfrau des amerikanischen Traums. Sie ist eine tolle Mutter, eine liebende Gattin, eine perfekte Hausfrau, die grandiose Partys schmeißt
und ja, Auftragskillerin. Und das finde ich im Prinzip richtig genial. Wir kennen ja das Frauenbild der 60er, 70er Jahre. Heute denke ich mir manchmal, dass es immer noch nicht anders ist. Aber egal, wir bewegen uns vorwärts und es verändert sich. Aber da schon im Prinzip in den 60ern eine Frau als Auftragskillerin, sehr interessant. Der Zeichner ist Joel Jones, bekannt aus den Fables-Serien. Und der Autor ist Jamie Rich. Im ersten deutschen Band werden wir die Hefte 1 bis 5 bekommen. Und ich muss sagen, ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Von den Zeichnungen her bin ich gespannt, von der Story auch. Das wird bestimmt grandios. Ja, im Prinzip jetzt so eine kleine Empfehlung noch von mir zum Abschluss, was man sich denn auf jeden Fall angucken sollte, denke ich. Weil das ist auf jeden Fall sehr interessant. So, das war's von meiner Seite aus. Schreibt da unten in die Kommentare, was ihr zu diesen News haltet. Was ist mit Zack Snyder, ne? Seid ihr da auch im Prinzip gespannt auf den Ultimate Cut? Was sagt ihr zu der neuen Iron Man Lady? Und ja, schreibt einfach unten fleißig rein. So, genug gequatscht. Comics, Collectibles, Comic Hunter. Bis zum nächsten Mal.